Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Anno 1800. In der letzten Folge haben wir hier eine Insel gefunden, wo wir Steinkohle, Zink und Zink und Steinkohle vorkommen haben. Und Zink brauchen wir ganz, ganz dringend, deswegen begrüße ich diese Vorkommen wirklich enorm. Denn wir haben unsere Brillenproduktion momentan nur auf Waren von anderer Herkunft, also nicht von uns selbst abgebaut. Nämlich was Zink betrifft. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Vorkommen jetzt noch gefunden haben und dass wir anfangen, das abzubauen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir hier eine sehr, sehr kleine Insel haben. Hier können wir keine wirklichen Arbeiter draufbringen. Und für Zink, jetzt muss ich mal kurz gucken, Zinkmine brauchen wir nämlich schon Arbeiter. Das wird auf dieser kleinen Insel vielleicht möglich sein, Arbeiter anzusiedeln. Aber wir können es uns auch einfach leichter machen und hier einen Pendlerkai errichten. Ja, für den brauchen wir 50 Stahl, 30 Stahl Beton und wir brauchen 40 Fenster. Das heißt, wir werden unseren Clipper hier nochmal zum Heimathafen schicken und werden dementsprechend die Waren dann aufladen. Wir haben von allem genug, also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Okay, dann haben wir eine Bierproduktion errichtet, beziehungsweise eine ergänzende Bierproduktion errichtet. Denn nicht nur hier auf Honinge brauchen unsere Bewohner oder wollen unsere Bewohner Bier haben. Hier hatten wir nämlich eine schöne Überproduktion, aber um eine weitere Insel zu versorgen, dafür hat es nicht gereicht. Wir schauen uns nochmal ganz kurz hier die Warenketten an, beziehungsweise die Ergebnisse. Hier haben wir jetzt eine schöne Überproduktion und dieses Bier werden wir per Schiff dann in die neue Welt bringen, denn hier haben wir New Honinge und die Bewohner hier wollen auch Bier. Beziehungsweise, oh, ich sehe gerade, hier ist eine Ruine. Die bauen wir mal wieder aus zu einem Haus. Genau, die wollen hier für ihre Zufriedenheit, die Obrera, nämlich jetzt auch Bier. Und unser Boot ist hier einstweilen schon angekommen. Die Gazelle hat hier schon Bier geladen. Das werden wir abladen, damit die Bewohner hier ein weiteres Bedürfnis erfüllt haben. So, jetzt ist es so, wir haben ja schon ein Boot, welches hin und her fährt. Wir schauen mal gerade, wo es ist. Ja, hier, es ist schon losgefahren, Toto. Und zwar, der Clipper Toto bringt rum von der neuen Welt zur alten Welt. Allerdings ist der Clipper vermutlich schon relativ ausgelastet. Wir gehen nochmal zurück und schauen uns das mal genauer an. Gazelle, schwarze Rose. Nee, ich möchte alle Schiffe sehen. Handel. Moment. Nee, ich möchte... Wie kann ich denn jetzt alle Schiffe sehen? Routen dort. Weil er nämlich auch Baumwollstoff schon handelt. Und daher tun wir vermutlich gut daran... Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Eine Abholaufgabe. Für 9, fast 10.000. Okay, die nehmen wir mal an. Nicht allzu viele Änderungen. Und hier gibt es eine neue Zeitung. Minus 50 Revolte, plus 5 Zufriedenheit. Das ist gut, das veröffentlichen wir. Jetzt möchte ich mir aber die Mission angucken. Das Vertrauen, Direktor. Moment mal, ist die in der alten Welt? Da. Dort, alles klar. Dann schicken wir unsere Fregatten dorthin. So. Die sollen ihn dann dort abholen. Okay, jetzt gehen wir aber nochmal wieder zurück in die neue Welt. Beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht. Wir gehen in die alte Welt, entschuldigt bitte. Und zwar, was ich tun wollte, ist nämlich ein weiteres Schiff in Auftrag geben. Ruhen Sie sich auf. Um hier weiter Waren zu handeln. Und ich denke, wir werden dann eins nehmen, was die meisten Frachtplätze hat. Nämlich hier 4. Ja. Wann können wir eigentlich Dampfschiffe bauen? Das dauert noch ein bisschen. Ja, das dauert noch eine ganze Zeit. Ja, dann bauen wir den Clipper. So. Das können wir uns auf jeden Fall leisten von den Ressourcen her und von den Finanzen her auch. Und der wird dann nämlich Bier hin und her bringen. Nicht in rauen Mengen. Die Bevölkerung dort drüben braucht es auch noch nicht, also braucht nicht so viel. Aber
ich sag mal, so eine halbe Ladung möglicherweise. Ihr macht dem Empire Ehre. Moment mal. Achso, sie sind schon da. Ja. Auf die alte Dame ist Verlass. So. Okay, jetzt haben wir die Ladung. Lotte bereit. Und das soll hier hin. Moment mal, das sind ja sogar drei Schiffe. Warum sind das drei Schiffe? Fregatte, Fregatte, Fregatte. Ach genau, wir hatten ja drei Fregatten jetzt. Richtig, ich erinnere mich. So, das Schiff ist in Bau. Dann haben wir das nächste auch gelöst. Okay. Jetzt, nee, du bist ein Handelsschiff. Du kommst aus Enbesa zurück. Du wirst dann jetzt erstmal für den Zoo. Hier haben wir Arbeitskräfte plus 15, was die Gebäude angeht, und ein Museumsstück. Okay, dann brauchen wir jetzt ein wenig Material, denn wir hatten dieses Schiff aus Enbesa zurückgebracht, damit wir ein bisschen Baumaterial holen können. So, dann brauchen wir... Na komm, wir nehmen einfach 50 mit. Und... Was brauchen wir wohl noch? Holz, Stahl fürs Kontor. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Schau mal, was kostet denn so ein... Da ist nur Holz, ne? Brauchen wir sonst noch irgendwas? Können schon mal ein bisschen Nahrung mitnehmen. Wobei, wir wissen nicht, ob die Fisch essen. Das könnt ihr auch selber machen. Wir belassen es dabei. Mehr als Holz und Stahl brauchen sie nicht. Okay, dann verlegst du nach Enbesa wieder. Okay, sehr schön. Dann ist die Autarkea angekommen. Die holt auch nochmal ein paar Waren ab. Und zwar, hier ging es um Fenster. Dann ging es hier um Stahl. Und es ging um Stahlbeton. Und, jetzt muss ich nochmal gucken... Fenster und ein bisschen Holz. Holz haben wir aber hier auf dieser Insel. Okay. Ach Quatsch, das will ich ja nicht. Ich will ja das hier bauen. Nee, Fenster, Stahl, Stahlbeton, das war's. Okay. Fenster, Stahl, Stahlbeton. Damit verlegst du jetzt wieder zurück zum Hafen. Die Menschen lassen sie hochleben. Wo wir dann das Pendlerkai bauen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir dann hier auch ein Pendlerkai? Das kann natürlich sein, ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber damit ist zu rechnen. Aber dann haben wir zumindest schon mal auf der empfangenden Insel ein Pendlerkai. Und somit das Wichtigste eigentlich erledigt. Okay. Jetzt. Ich hatte so viel im Kopf. Schauen wir nochmal. Die Versorgung der Bewohner hier war eigentlich ziemlich gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir könnten jetzt unseren Zoo noch weiter ausbauen. In die neue Welt. Da gucke ich nochmal ganz kurz. Gab es hier jetzt noch irgendwas, was unserer Aufmerksamkeit bedarf? Ich glaube, ja, hier wollten wir definitiv noch ein paar Kriegsschiffe hinschicken. Und, oh, ich sehe gerade, hier brennt es ja wie Hulle. Was ist denn mit der Feuerwehr? Warum rücken die nicht aus? Ach, die werden gerade blockiert. Ja, das ist natürlich richtig schlecht. Jetzt verstehe ich auch, warum hier immer die Musik ist. Haben wir da eine Meldung bekommen? Nee. Na, vielleicht habe ich vorhin übersehen. Die Feuerwehr kommt da echt nicht durch. Leute, ist das schlecht. Dann sollten wir möglicherweise noch eine zusätzliche Feuerwehr bauen.
Und zwar hier hinten möglicherweise. Dann haben wir definitiv... Oder vielleicht hier. Können wir hier noch Häuser hinbauen? Passt das? Ja. Aber eine Feuerwehr geht vor, würde ich sagen. Kommt, wir bauen hier noch eine Feuerwehr hin. Dann verändern wir die Straße hier ein wenig. Nicht so. So. Und dann könnten wir hier noch Häuser hinbauen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Okay, natürlich müssen die jetzt erstmal ausgebildet werden, keine Frage. Hier wird jetzt aber gerade gelöscht. Mein Strohhut hat schon Feuer gefangen. Okay, das heißt, das Feuer dürfte bald unter Kontrolle sein. Dann lasst uns die Häuser hier wieder aufwerten. So, können wir noch nicht, weil hier noch das Feuer wütet. Okay, jetzt habe ich gerade eben gesehen, hier gibt es Häuser, die nicht in Reichweite der Boxarena sind. Hier. Aber das ist doch alles grün. Vielleicht braucht das noch ein bisschen. Das kann natürlich sein. Wir achten da mal drauf. So, das Feuer hier ist jetzt gleich gelöscht. Dann werden wir... Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So. Dann haben wir das hier wieder geregelt. Okay. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Das war eben bei 76, ist immer noch bei 76. Das behalten wir mal noch weiter im Auge. Hier haben wir volle Lager. Na gut, das können wir nicht... Da will ich jetzt momentan noch nichts machen. Und ansonsten haben wir hier keine Meldungen. Bier habt ihr. Ansonsten braucht ihr noch nichts. Alles klar. Dann hatte ich vorhin noch gesehen, das fällt mir gerade noch ein... Wir können hier überhaupt gar keine Bananen anbauen, Leute. Wir haben ja gar keine Fruchtbarkeit für Bananen hier. Ist natürlich sehr, sehr schade. Dann werden wir mal bei ihm gucken hier. Können wir hier eine Bananenfruchtbarkeit kaufen? Nee. Ansonsten haben wir hier keinen. Ne, hier können wir nichts machen. Schade. Gut, aber dann sind wir in der Welt erstmal fertig. Wir werden dann in der alten Welt ein weiteres Schiff bauen, was wir in die neue Welt schicken. Mit vielleicht zwei Frachtplätzen. Hier so ein Kanonenboot. Na, es hat nur einen Frachtplatz. Ein Schoner vielleicht. Dabei geben wir die Fracht. Halladrio, das macht mich froh. Ja, gehen wir den mal im Auftrag, weil dann werden wir nämlich Bananen hin und her schaffen. Weil das andere Schiff hat nämlich auch nur zwei Frachtplätze. Und da ist momentan Zuckerrohr. Ja, dann haben wir zwei Schiffe, die zwischen New Honinge und dem anderen, der anderen Insel herumfahren. Schauen wir mal, wie heißt die nochmal? Les Bernaderas. Und dann können wir das hier eigentlich wieder abreißen. Schiff unter Beschuss. Brauchen wir dann leider nicht. Genauso wie das hier. Und das hier brauchen wir dann auch nicht. Da können wir gut Geld sparen. Die Bewohner hier sind ansonsten zufrieden. Rum haben sie. Ja, die bauen ja auch Rum an hier. Ja, das sind ja nur die Bananen. Die werden wir dann liefern. Bereit für den Einsatz. So, du stehst hier unter Beschuss. Ja, das hier würde ich tatsächlich gerne mal angehen. Ne? Hier sind auch extrem viele Piraten unterwegs. Dort sollten wir vielleicht mal unsere Fregatten hinschicken. Weil ich muss sagen, die Piraten nerven mich schon ganz schön. So, bist du schon angekommen? Alles bereit. Nee. Aber drei Viertel des Weges hast du zurückgelegt. Ansonsten haben wir keine akuten Sachen. Das heißt, wir können uns ein bisschen um unseren Zoo kümmern und abwarten, dass unser Schiff wieder in Enbesa ankommt.
Dann lass uns doch mal einen weiteren Pferch bauen, denn wir haben jetzt ja eben noch die Schnecken bekommen, genau hier. Die werden wir auch ausstellen. Bauen wir die Schnecken doch einfach hier heran. So. Was für eine wunderbare Sammlung der verschiedensten Arten. Alle in Harmonie vereint. Keine Kreatur, die atmet, möchte eingesperrt sein. So. Sieh sich nur einer all die hilflosen Viecher an. Okay, den Zoo möchte ich gerne bald mal noch ein bisschen schöner machen. Aber uns fehlt es hier natürlich an, an Vorgaben, an Vorlagen. Das heißt, da werden wir mal einsehen, wann wir die wie kriegen. Weil das weiß ich so noch gar nicht. Können wir die irgendwie hier kaufen? Bei anderen Leuten? Habe ich zumindest noch nie gesehen. Nee. Bei ihr vielleicht? Wilder Wasserbüffel für ein Zoo. Aha! Enziangarten. Tatsächlich, Leute. Dann wisst ihr, was wir machen? Wir schicken da direkt mal ein Schiff hin. Das möchte ich gerne kaufen. So, haben wir hier... Ach, guck mal. Die sind doch direkt da. Was kostet der? 15.000? Das können wir uns ja locker kaufen. Aber ich will keine drei. Ich möchte nur eine. Naja gut, scheint nicht anders zu gehen. Oder wofür steht die 3 hier? Na gut, wir lassen es einfach. Und wisst ihr was, dann nehmen wir auch gleich den Auerochsen mit. Attraktivität plus 20, das können wir uns locker leisten. Wir handeln nichts dagegen, wir wollen einfach nur die Sachen. Und dann verlegen unsere Fregatten wieder zum Heimathafen. So, wer bist du? Du bist unser neuer Clipper, die Tapferkeit. Und jetzt wollte ich gerade mal... den haben wir gebaut für ihr. Genau, du gehst hier zum Hafen und wirst eine neue Handelsroute bekommen. So. Ne, das passt schon. Annehmen. Und zwar von Route einrichten. Handelsroute. Die Tapferkeit. Hä? Moment mal. Wir wollen diese Route mit der Tapferkeit. Genau. Annehmen. Bin ich jetzt... Ah, genau, von Groningen. Dort wollen wir Waren laden, und zwar Bier. Aber keine 50, sondern wir sagen erstmal 30, weil der Bedarf in der neuen Welt wird nicht so groß sein. So, und das lädst du ab in der neuen Welt auf New Groningen. So, das passt schon. Wunderbar. Sehr schön. So, ihr seid auf dem Weg zurück zum Heimathafen. Wisst ihr was? Dieses Schiff ist bald fertig. Das geht ja relativ fix. Wir werden dann eine... Schiff unter Beschuss. Wir werden dann noch ein Linienschiff bauen. Das können wir uns, glaube ich, leisten. 60, 30 Segel... Ja, das geben wir auch in Auftrag. Und das wird dann mit den drei Fregatten zur neuen Welt rüber verlegen. Und dort werden wir dann mal den Piraten ein bisschen einheizen, damit die uns ein bisschen da in Ruhe lassen.
Weil das ist nämlich schon sehr, sehr gefährlich hier. Schaut euch das mal an. Sehr, sehr viele Piraten hier. Echt nervig. So, du bist jetzt hier angekommen. Eigentlich könnten wir auch dieses Schiff dafür nutzen, ne? Für die Handelsroute. Ja, wisst ihr was? Das machen wir auch. Warum denn eigentlich nicht? Wir werden hier diesen Bau nochmal abbrechen. So. Und werden dann... Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Achso, das ist der Spawnpunkt. Okay, du sollst mal ruhig hier hinfahren. Dann werden wir nämlich dich dafür nutzen. Handelsroute annehmen. Neue Route. Von hier. Waren laden. Gebackene Bananen. Brauchen wir keine 50. Wir nehmen nur 20 mit. Relativ kleine Insel. Die sollen dann hier entladen werden. Okay. Bereit für neue Befehle. Sehr schön. So, ist das Schiff schon in Enbessa angekommen? Noch nicht. Wir werden hier mal noch ein bisschen weiter erkunden. Mit unserem kleinen Schoner. Und dann schauen wir mal, wo ist das Schiff? Hat die Hälfte des Weges, so gut wie die Hälfte des Weges hinter sich. Aber es dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt wieder in die alte Welt und werden dort uns um diese Insel kümmern. Denn hier ist unser Schiff angekommen. So, das laden wir alles ab. Und dann bauen wir hier unseren Lakai. Okay. Dann, wie funktioniert das jetzt? Ich lotse Sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Pendlerhafen ist inaktiv. Aktivieren Sie den Hafen, um Arbeitskräfte zu teilen. So. Dann bauen wir jetzt einfach mal die Zinkmine. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Keine Anbindung an den Hafen. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir auch mal noch eine Straße bauen. So. Dann brauchen wir hier natürlich noch eine Straße. So. Scheint noch nicht zu funktionieren. Ja, jetzt ist die Frage. Inseln mit Pendlerhäfen können ihre Arbeitskräfte mit anderen Inseln teilen. Errichten Sie einen Pendlerhafen auf einer anderen Insel, um Arbeitskräfte mit dieser Insel zu teilen. Okay, also brauchen wir tatsächlich zwei davon, wenn ich das richtig verstehe. Okay, ist ja kein Problem. Du fährst dann jetzt erstmal wieder zurück. Dich brauchen wir hier unten nicht mehr. Und hier müssen wir dann auch einen Pendlerhafen bauen. Aber jetzt, glaube ich, haben wir nicht mehr genug Ressourcen. Wir brauchen noch 16 Stahlbeton. Den Rest haben wir. Ja. Das heißt, hier müssen wir uns etwas gedulden. So, ihr fährst mal ein bisschen näher an den Hafen heran. Wie lange braucht das Schiff noch? Braucht noch ein bisschen. Neue Ziele. Das, das, das. Neue Befehle. Okay. Und damit können wir jetzt unseren Zoo ein bisschen ausbauen. Jetzt aber die Frage, warum haben wir denn auf einmal so ein krasses Minus? Normalerweise sollten wir doch 2000 plus haben. Oder 1000. Ja, knapp über 1000. 1500 plus. Richtig.
Oder war das jetzt nur für Groningen? Das ist nur für Groningen. Alle Inseln. Kann es sein, dass der Bau des Schiffes gerade hier so richtig reinhaut? Minus 100. Eigentlich nicht, ne? Wartung. Wartung ist tatsächlich das teuerste. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Produktionsgebäude. Okay. Ich muss sagen, ich verstehe es gerade nicht. Mal ganz in Ruhe gucken. Ganz in Ruhe gucken. Also, soweit ist das klar hier. Alle Inseln. Soweit ist das klar. Wir kriegen Steuern 18.880. Von Besuchern 1.123. So, Ausgaben. Verwaltung, städtische Institution, kulturelle Gebäude, Hafengebäude. Produktionsgebäude. Da ist eigentlich nichts Besonderes dabei. Wobei, wir hatten hier gerade irgendwas mit 1000. Was war das? Brillenfabrik, die Brauereien. Boah, die Brillenfabrik ist ja massivst teuer, Leute. Das ist ja krass. Ansonsten sehe ich auf den ersten Blick aber nichts Besonderes. So, öffentliche Dienste. Das ist auch alles nichts Besonderes. Hafengebäude. Pendlerkai. Boah! Der Pendlerkai kostet 1000! Alter Schwede! Okay, es liegt am Pendlerkai, Leute. Das ist ja richtig krass. Tatsächlich, das habe ich gleich gesehen. Wartungskosten 1000. Boah, Leute, das ist ja ein dicker Hund. Okay, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als ja, mehr Gewinn zu machen. Hört sich doof an, ist aber tatsächlich so. Jetzt bin ich aber überlegen, können wir nicht hier oben doch irgendwie Häuser bauen? Ein bisschen Platz haben wir ja hier oben. Kriegen wir das hin, dass wir diese Insel mit allem per Lieferung versorgen, was hier nötig ist? So, wartet mal. Den pausieren wir dann jetzt auch erstmal. Dann haben wir das zumindest halbiert und machen nicht so wenig, machen nicht so viel Verlust. Das machen wir jetzt mal zuerst. Kriegen wir das hin, hier Arbeiter anzu? Wir haben sogar Kartoffelfruchtbarkeit. Aber Arbeiter wollen halt Bier, ne? Aber wenn wir nicht viele Arbeiter brauchen, weil wir brauchen ja maximal, das sind 25 pro Mine. Das ist auch bei Steinkohle der Fall. Aber wollen wir denn hier Steinkohleminen? Oder brauchen die nochmal andere? Das ist ja nur eine Köhlerei. Können wir überhaupt eine Steinkohlemine schon bauen? Mine bauen. Wir brauchen sogar 50 Arbeiter. Okay, aber Kohle ist momentan kein Bedarf. Also wir haben keinen Bedarf an einer solchen Steinkohle. Ich sag mal, 50 würden reichen. Und 50 entsprechen... Ich weiß nicht, über was ich mich beklagen sollte. 20... Das entspricht 3 Arbeiterhäusern. Das könnten wir sogar hinkriegen. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Probieren geht über Studieren. Wenn es schief geht oder wir nicht genug Platz haben oder sonst irgendwas, dann hören wir halt wieder auf und reißen es möglicherweise auch wieder ab. Aber erstmal möchte ich es probieren. Okay, wir bauen erstmal den Marktplatz. Und jetzt brauchen wir die Bauernhäuser. Also jetzt schauen wir mal, wie machen wir das am klügsten. Da eine Straße. Da führt eine Straße raus. Und da führt eine Straße raus. Das passt schon mal ganz gut. So. So. Und
Straße hier führt dann zum Hafen. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Das heißt, wir schicken dich nochmal zurück. Und ich sehe gerade, hier sind nochmal ein paar Piraten. Da werden wir uns mal drum kümmern. Da kommt gerade einer. So, du gibst den Stahl ab und lieferst 50 Holz zu dieser Insel. Schon mal, das ist kein Problem. Was hat er fallen lassen? Schiffspläne. Eine Piratenfregatte können wir damit bauen. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber. Schauen wir mal. Achso, die müssen wir hier in den Hafen bringen, die Pläne, ne? Ja, machen wir mal und dann gucken wir uns das an. Nichts Wichtiges. Kriegt ihr den noch? Da ist noch ein Pirat. Ne, ihr fahrt gegen den Wind. Den kriegt er dann nicht mehr. Schade. Vergleichen wir jetzt mal die, die private Fregatte. Die Piratenfregatte, wollte ich sagen. Die vergleichen wir dann jetzt mal mit denen, die wir bauen können. Ob das in irgendeiner Art und Weise besser ist. Hafenmeisterei muss das ausgerüstet werden. Okay. Items, Hafenmeisterei. Du, was bist du eigentlich? Die Abwehrgeschütze. Okay, die haben wir hier noch nicht. Schauen wir mal, hier ist die Piratenfregatte. Die Fregatte von uns, Richter 40. Ah, die ich sag das die ganze Zeit, ne? Die Piratenfregatte ist tatsächlich ein bisschen stärker. Schaden pro Sekunde haben wir 5, 6, 7 mehr. Und wir sind fast 4 Knoten schneller. Bei den gleichen Kosten. Das ist ja interessant. Erwarten neue Horizonte. Okay. Ja, sehr schönes Item, was wir hier gefunden haben, Leute. Das freut mich, ja? Immens sogar. Okay. Ja, hier müssen wir jetzt warten, bis wir weitere Ressourcen bekommen. Noch wollen die Bauern hier überhaupt nichts. Wir bauen hier einfach mal noch ein paar Häuser mehr. So. Wir müssen natürlich genug haben, um die hier aufwerten zu können. Ab wann? 50 wollen sie hier Fisch haben. Ja, das wird eine sehr, sehr enge Angelegenheit. Das ist mir schon bewusst. Aber ich möchte es wenigstens probieren, weil die Kosten für den Pendler Kai, die sind ja wirklich enorm. Das ist ja der Hammer. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, weiß ich. Wir sind ja dabei. Hier kommt gerade ein Piratenschiff. Das schnappen wir uns mal. Bald klebt dein Blut. Flotte erwartet Befehle. Schiff unter Beschuss. So, das nächste Piratenschiff ausgeschaltet, Leute. Und wir haben nochmal Treibgut. Was haben wir hier? Flaschenpost. Charakter-Item. Okay. Was machen wir denn mit dem Charakter-Item? Weiß ich noch gar nicht. Schauen wir uns. Oh ja, Leute, und da ist unser erstes Linienschiff. Hervorragend. Das gefällt einem doch wirklich gut. Ich glaube, damit können wir ohne Probleme in die neue Welt segeln und mal uns um ein paar andere Piratenschiffe kümmern. Und ich würde sagen, das werden wir auch direkt mal tun. Die verlegen alle zur neuen Welt nach New Honinge. Als
große Kampfgruppe. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Okay, wunderbar, Leute. Damit war es das dann für diese Folge. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir einiges geschafft. Natürlich sehr, sehr viel Arbeit, die wir hier noch haben. Das werden wir aber in der nächsten Folge weiter angehen und ich hoffe, wir kriegen das hier geregelt. Das ist mir tatsächlich jetzt eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit hier, weil das einfach so massiv teuer ist. Das ist ja krass. Ich habe da vorher nicht drauf geachtet. Das ist Wahnsinn. Okay, wie dem auch sei, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wo wir hier weiter unsere Dinge erledigen werden, hoffentlich erfolgreich. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Sammy. Ciao.